Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga. Ich heiße euch herzlich willkommen wieder mal zu diesem THX-Video. Auch wenn das vielleicht nicht jeden da draußen interessiert, mache ich diese Videos natürlich trotzdem, weil es ist einfach momentan verrückt. Ihr seid momentan verrückt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß manchmal schon fast... Ich weiß, auf der einen Seite war es lange Jahre wieder irgendwie nichts und jetzt kommt mal wieder was und ich habe irgendwie das Gefühl wieder irgendwie... Keine Ahnung, dass ich es nicht verdient habe. Aber es ist ein Ich-Problem und nicht ein Euch-Problem und deswegen, ey, es kam wieder was rein. Von Amazon, von der Wunschliste, ein Geschenk vom guten Stefan. Stefan, verrückt momentan, echt, vielen, vielen Dank, ey. Mehr Material zum Lesen kann nicht schaden, viel Vergnügen mit den Manga. Es ist so, es ist Wahnsinn. Ich habe vom guten Stefan die ersten zwei Bände, übrigens, das sollte man vielleicht ansprechen, ich war dumm, okay? Das ist alles, was ich dazu sage. Ich war dumm. Ich werde vielleicht die rechte Hand nicht so gut nutzen können, ohne dass ich Aua rufe, aber ich gebe mein Bestes. Ich versuche es am besten mit der linken Hand, auch wenn das ein bisschen doof aussieht. Ich werde da auch ehrlich gesagt nichts zeigen drin, weil das ist auch schon so eine Sache, weil es ein Sequel ist und ich mache das eher ungern. Das hier ist Spice and Wolf, die Abenteuer von Col und Miuri. Artwork Hidori, Story Isna Hasekura und Character Design von Iyu Ayakura. Ayakura, ja. Manga von Panini und ich probiere es. Irgendwie so. Ist ein bisschen schwierig. Und den zweiten Band. Und das ist das Sequel, die Sequel-Story sozusagen, zu, wer hätte es gedacht, Spice and Wolf. Ich bin noch nicht so weit, aber... Ich habe mir das schon, glaube ich, schon sehr, sehr lange existiert das auf der Wunschliste in irgendeiner Form. Ich habe zwar schon, ich glaube, die letzten Jahre die Wunschliste mehrmals geändert oder gelöscht und wieder aufgebaut und hast nicht gesehen, aber die hier sind immer dabei gewesen, einfach aus dem Aspekt heraus, dass ich die irgendwie, ich möchte die so peu à peu auch irgendwie mit reinsammeln, bevor die weg sind. Beziehungsweise ich glaube aber nicht, dass sie weg, so schnell weg sind. Weil natürlich Spice and Wolf bekommt ja jetzt einen Remake-Anime und ich denke, und ich bin der ziemlichen Überzeugung, dass das auch die neue Generation abholen wird. Es sieht toll aus, das ist ja vielen wichtig, dass es visuell immer ein Bombast ist in einer gewissen Form. Es hat eine Waifu, guter Horror. Ich denke, das wird vielleicht jetzt nicht der große Brecher, aber ich denke, das wird nochmal Motivation schüren, auch für Panini, dass die dann sagen, oh komm, wir tun nochmal den Manga quasi neu auflegen, beziehungsweise nachdrucken. Wobei ich glaube, Spice and Wolf ist, glaube ich, auch nicht mal wirklich so out of print, ne? Das ist ja das, der eine Vorteil, den ich ja immer wieder bei Panini sage. Ich habe eigentlich... Bis auf ganz wenige Ausnahmen hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass irgendwas komplett out of print war. Und selbst dann, mit ein bisschen Geduld, kam es dann doch irgendwie über die Monate wieder. Also ich bin da relativ angetan und ich freue mich halt riesig, den Anfang hier schon mal zu besitzen. Ich werde natürlich euch irgendwann auch über den Spice and Wolf Manga berichten. Und ja, dazu sei noch gesagt, das ist nicht das Originalwerk. Das Originalwerk ist ein Roman. Ist, glaube ich, nicht... Ja, ist ein Roman. Ein normaler Roman. Keine Light Novel oder sowas, sondern ein Roman. Und den kann man sogar, wenn man lesewütig ist und der englischen Sprache mächtig ist, kann man Spice and Wolf lesen. Auf Englisch. Das ist, glaube ich, ein... übel krasser Wälzer mit extrem kleiner Schrift, also da steckt einiges an Content drin in so einem fetten Hardcover-Book. Das sieht an sich ganz toll aus, aber wäre für mich viel zu viel, also generell einfach. Ich würde da die Zeit nicht und die Muße nicht für haben. Ich bin da doch eher so jemand, wenn ich was lese, dann eher so kleinere Taschenbuchgeschichten, nicht die großen Wälzer. Die verlassen mich nach einer Zeit, egal wie gut sie sind. Und
Ja, für die Leute, die das nicht wussten, die wissen es jetzt. Und irgendwann kam dann eben halt ein Anime raus und neben dem an der Anime-Adaption kam dann irgendwann mal noch eben halt die Manga-Adaption raus, die aber recht lange ging. Die hat ja auch schon über 20 Bände oder sowas. Also die hat auf jeden Fall schon damals mehr erzählt als die zwei Staffeln Spice and Wolf im Anime tatsächlich. Weil danach ging es ja auch nicht weiter, ne? Sollte ja auch letzten Endes, wie oft, eben halt eine Werbung darstellen, um nochmal Roman, sowie in erster Linie den Roman, nochmal anzukurbeln. Und ja, bei der zweiten Staffel haben sie sich dann gesagt, die Blu-ray-Verkaufszahlen waren nicht so gut. Also so habe ich es damals mitgekriegt. Die waren nicht so Hammer. Oder die DVD, ich weiß gar nicht, gab es da schon? Ja, natürlich gab es da schon Blu-rays, oder? Oder? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall die Scheiben zum Verkaufen, die haben es nicht irgendwie richtig hinbekommen, das so zu vermarkten, dass die Leute, und das ist ja in Japan teilweise richtig teuer, das haben die irgendwie nicht hingekriegt, die Fans dann nochmal zu motivieren, die zweite Staffel auch wie blöde zu kaufen. Die erste hat sich verkauft wie Semmel, wie warme Semmel, die zweite, nicht mehr so geil. Und dann hat Japan halt gesagt, ja, das eine dritte Staffel lohnt sich für uns nicht, machen sie ja oft. Wenn man im Nachhinein weiß man ja auch, wie viel denn so eine Anime-Produktion kostet und der Aufwand und die Werbung und ja, es hätte sich halt nie wieder reingespielt in keinster Form. Die hätten halt miese gemacht, die wären mit miese quasi oder mit einem eher nicht so akzeptablen Ergebnis, wären die dann halt nochmal in die miese reingerannt und so schade es auch ist, dass es nie eine dritte Staffel gab. Jetzt versucht man es halt nochmal. Und immer schauen. Ich bezweifle, dass der neue Anime alles abdeckt, ehrlich gesagt. Ich bezweifle es. Und wenn, dann werden sie auf jeden Fall sehr, sehr, ja, das Ganze sehr schnell machen. Oder wie Attack on Titan, aber hey, ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass Spice and Wolf ein neues Shingeki no Kyojin oder sowas wird. Ich glaube nicht dran. Also das wird nicht unbeliebt, aber es ist halt auch nicht jedermanns Sache, weil, um es mal kurz zu erklären, worum geht's in Spice and Wolf generell, jetzt nicht nur im Sequel, sondern auch generell im Prequel. Es handelt halt von einer Erntegöttin, die in Form eines Fuchses auftaucht, beziehungsweise einer Halbfüchsin sozusagen, halb Mensch, halb Fuchs, was ja auch gleichzeitig so eine Art japanischen Kniff hat, weil das natürlich auch ein bisschen in diese Richtung geht mit den Mythen und Legenden über die Kitsune, die Füchse, die sich teilweise in Menschen oder irgendwas verwandeln können, um mit den Menschen zu spielen, um die auszutricksen und ja, eigentlich eher harmlosen Schaden, manchmal ein bisschen nicht so harmlosen Schaden zu verursachen. Und man hat das Ganze einfach ein bisschen gekreuzt oder kombiniert mit eben so klassischen, ich würde mal sagen, eher so westlich angehauchten Sachen, wie zum Beispiel so einem Erntegott oder Erntegöttin, die man dann irgendwie huldigt, damit die Ernte gut läuft, ne? Also gerade Bauernvolk und so weiter war ja damals auch gerade so im Mittelalter und so enorm gläubig. Ist jetzt nicht, dass das nicht auch japanisch ist, weil in Japan gibt es ja auch zig Götter und verschiedene Formen und was weiß ich, für bestimmte Jobs und Wünsche, die erfüllt werden sollen, aber es geht, glaube ich, doch ein bisschen mehr in diese, also es hat ja diesen ganzen Mittelalter, den westlichen Mittelalter-Flair, die ganze Serie. Und also mit Kutschen und Burgen und Schlösser und Reichen sowie die Armen und dem Handel. Und in erster Linie geht es um Handel. Man lernt viel über den Handel, auch zu dieser Zeit. Man lernt den Wert hinter dieser ganzen Kunst, kann man fast sagen. Dass man dort halt sehr gewitzt und auch ein bisschen hinterhältig vorgehen muss, was natürlich ganz gut ist, weil Horo eben halt auch schon lange auf diesem Erdenball herumläuft und deswegen sehr weise ist und viel Ahnung hat und eben halt auch weiß, ja, wie sie ihrem Schützling sozusagen, Lawrence Craft, helfen kann. Denn der ist Wanderhändler, der reist von Ort zu Ort
und versucht da eben seine Ware unter den Leute zu bekommen. Aber natürlich sind die Waren nicht immer interessant und manchmal muss man sie interessanter machen, als sie vielleicht sind. Und andere Dinge. Und je nach Ort und Situation kann es auch sein, dass der Wert, der Warenwert oder der Geldwert steigt und fällt. Und zusätzlich neben dieser ganzen Wanderhändlergeschichte will man ja natürlich auch noch irgendwie überleben und muss, wenn man zum Beispiel dort irgendwo in einem anderen Dorf oder Stadt ist, muss man ja irgendwie auch die Kosten haben für, naja, Essen und irgendwo in einem Inn, in einer Herberge oder so unterzukommen. Und darum geht's ein bisschen. Dann fängt erstmal lose damit an und es wird dann aber doch immer wirtschaftlicher. Und ich glaube, das war auch damals schon der Fall, dass die Leute am Anfang total gehuckt waren. Und als es dann ein bisschen mehr um, naja, die Wirtschaft dahinter ging, hat man langsam gemerkt, es war ähnlich auch wie bei Arch Enemy and Hero, dass sobald es in dieses wirtschaftliche und ökonomische, beziehungsweise, was war das Wort, was ich suche? Generell einfach so Agrarwissenschaft, beziehungsweise Wirtschaft, als wenn es in diese Richtung geht, dass es da dann viele auch verlassen hat, zumal dann auch noch Politik teilweise eine Rolle spielt und ja, man merkt halt einfach, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Werk ist für die sehr jüngere Generation, sondern es ist halt doch schon etwas für die Älteren, die ja auch sich da gerne mal ein bisschen auseinandersetzen und so. Ich finde es aber auch richtig cool. Ich habe tatsächlich auch die VR-Version. Es gibt zwei VR-Erlebnisse mit Horror und Lawrence. Und ich meine, eine davon ist sogar hier mit dem Sequel, mit den Sequel-Charakteren. Werde ich wahrscheinlich auf dem Kanal auch irgendwann mal vorstellen, wenn ich den Manga mal komplett gelesen habe, weil ich will mich ja auch nicht selber irgendwie dämlich spoilern. Das muss ja auch nicht sein. Ich weiß nicht, inwiefern das spoilert, aber herausfinden will ich es jetzt auch nicht unbedingt. Bei Eurocamp war es ein bisschen angenehmer, weil, naja, da konnte man nicht wirklich groß was spoilern. Da ist einfach ein Slice of Life. Hier hingegen hat es einen roten Faden, eine Geschichte und auch Wendungen und ja, ich meine, anhand des, dadurch, dass man das Sequel kennt, kann man sich vielleicht seinen Teil denken, aber es kann auch doch anders sein, als man vielleicht denkt. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Geschichte, wie gesagt, noch nicht und ich bin gespannt. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an dich, Stefan. Mega. Ja, mehr weiß ich auch nicht zu sagen. Ich bin natürlich wie immer sehr dankbar und ich hoffe, euch hat diese kleine Einführung gefallen. Beziehungsweise, warte mal, ich brauche noch irgendwie so ein komisches Thumbnail-Bild, damit die Leute wissen, worum es geht. Kann ich einfach mal, warte mal. So. Dankeschön. Wirklich, wirklich Dankeschön. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl, ich bin euer René von der Maison Manga. Bis dahin und ciao. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.